Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Catrion. Und vorab, liebe Menschen, das ist die letzte Folge Catrion 6 momentan. Denn normalerweise wechselt mit jedem Monat das Modpack. Wir sind überhaupt nicht weit gekommen. Dadurch, dass ich viel Zeit in Castle investiert habe, habe ich so gut wie keine Zeit in dieses Projekt hier investiert. Und bin hier dementsprechend zwar auf eine Base und so weiter gekommen, aber ich habe es nicht geschafft, hier einen höheren Fortschritt anzusetzen. Das ist aber kein Problem, denn wir haben Enigmatica 2 schon mal außerhalb von Skyblock gespielt, wo wir einigermaßen weit gekommen sind, ne? Das findet man auf meinem Kanal. Aber vorab, Leute, das ist die letzte Folge Catrion. Wir werden heute die Basen von den Catrions angucken, damit wir ein bisschen was zu sehen haben, was in dem Modpack so möglich gewesen wäre. Jetzt kriegen wir dafür aber erstmal einen Hype, denn morgen um 14 Uhr startet die Staffel Catrion 7. Und jetzt schon vorher gesagt, es sind eine Menge YouTuber mit dabei. Wir haben dieses Mal für die Weihnachtszeit ganz viele YouTuber mit eingeladen. Wir sehen da zum Beispiel ein paar nette Namen wieder, die wir auch in Castle gesehen haben. Wir sehen ein paar nette Namen wieder, die wir früher in Catzone schon gesehen haben. Und auch ein paar Mage-Menschies sind mit dabei. Und natürlich die Catrions, dank denen dieses ganze Projekt und dieser ganze Kanal existiert. Vorab, wir haben ein Geschenk bekommen. Ein Mysterium. Auspacken und freuen. Das ist eins Truhe. Das ist, glaube ich, ganz viele Quests und sowas, die wir damit fertig machen können. Die ganzen Gates und so können wir damit aufmachen. Das müssen wir mal gucken, wie lange wir die Basen machen. Vielleicht machen wir danach die Dinger mal auf. Jetzt gehen wir aber erst einmal los zu einer der Basen und fragen mal jemanden von dort, ob der uns da rumführen kann. Oh, das ist... Was, die Ausfahrt nicht bekommen? Schrecklich sowas. Bis gleich. So, Menschen. Ja, so groß ist das nicht. Der erste Platz, wo wir hin müssen, ist der von dem bärtigen Ding hier. Den von dem blauhaarigen Ding hier. Und von Mia. Mia gibt uns Futter, deswegen hat die keinen Namen. Also schon, aber nicht so einen Spitznamen. Hier. Mia Blacks Team. Hui. Oh, direkt auf einer Crown Trap gespawnt. Bin ich offiziell eingefangen, oder? Ja. Da ist nichts drin. Herzenfang. Guck mal, da ist unser. Da ist der Fischer. Fischis. Was? Fischig? Wir sind fischig. Hier. Oh, fischig, 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 fischig. Feine Katze, fischig. Oh nein, die fallen runter. Oh nein. So, ich glaube, wir haben genug Fischis, Menschen. Ich glaube, das reicht uns. Also, für die Sekunde. Ihr habt zu dritt gebaut als Team. Wie weit seid ihr ungefähr gekommen? So für alles insgesamt, wenn man das aufs komplette Modpack beziehen würdet, wenn ihr Prozentzahlen sagen müsstet? Ja, also wir haben jetzt nicht so viel auf Progress gesetzt. Wir sind jetzt, glaube ich, so bei 40% ungefähr. 40%? Okay. Das ist doch, ist doch ein bisschen was. Ihr habt hier hinten ganz viele Firemills. Lul. Oh Gott, da ging's runter. Hallo. So. Ja, da unten sind nochmal Watermills. Wo unten? Unten. Hinter dir. Ach, da unten. Ja, genau. Da sind Watermills. Nun, endliche Wasserquelle daneben. Für den Fall, dass mal jemand reinschulen will, ne? Und ich sehe aber auch, ihr habt zum Beispiel das Endportal gebaut und so weiter. Wir laufen einfach mal. Das hier möchte ich ganz kurz anmerken, das ist kein Kreis. Ich weiß, ja, dass das hier ein bestimmter... Die hat jemand versucht, einen Kreis zu bauen, weil Kreise sind toll, wie man hier sieht. Bei Kreisen kann man feiern. Das hier ist kein Kreis. Nein. Das ist kein Kreis. Das ist nicht mal ein Ei. Das ist, wenn Early ein Haus bauen würde und das Haus ein Ei legen würde. Das wäre das. Also das ist richtig schlecht. Aber das ist okay. Hey, ein Elevator. Cool. Oh. Ihr habt das Tri-Sorcery richtig reingeratzelt. Ja, das ist einmal durch. Night Vision, ich mag Night Vision. Ich habe das ja mal in Crash Cutzen ebenfalls noch mit begutachtet gehabt. Es ist eine sehr, sehr schöne Mod, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Wenn man da überhaupt keinen Bock drauf hat, dann ist die super nervig. Weil man immer Nacht braucht am Anfang und sowas. Ja, deswegen, das ist dann super nervig. Aber das ist auch sehr, sehr cool. Haben wir uns mal mit den Crash Cutzen beschäftigt. Oh, geht's runter. Ui. Hier sind Garden Cloaks. Das sind eure Seeds drin. Was für Seeds haben wir denn da drin? Nature Seeds. Hier sind nochmal alle. Stony Seeds. Ah, okay. Das bedeutet, ihr macht größtenteils Elementar-Seeds, so wie es aussieht, oder? Ja, hier. Da hinten haben wir sie bestehen, dafür brauche ich nicht extra nochmal Seeds. Ah ja, okay. Also Taumium macht ihr macht Quicksilver, Ember und so weiter und so fort. Hier ist Farbessenz,
die ich jetzt angeklickt habe. Ich hole da einfach was raus, das jetzt meins. So. Oh, da hat jemand Magneten. Ups. Griefende Katze ist griefende Katze. Und ihr habt unten ein Straw-System. Und auch hier unten habt ihr mit Gillette Kryotheum und au, das macht ja Schaden. Und Pyrotheum Dust eine, die Thermionic Fabricator betrieben. Das ist also auch hier der Fall, wie es bei mir auch aufgebaut wurde von jemandem. Ja, der Rest der Energie ist da oben im Himmel. Ja, da oben, genau. Das ist so der Standard, was man mit Mechanismen machen würde. Und wenn man die Block-Sounds nicht anhat, dann hört sich das auch ganz, ganz cool an, nämlich nach gar nichts. Und jetzt gerade hört sich's an, als ich weiß nicht. Also das ist. Deshalb stehen sie auch da oben. Ja. Ich muss ja sagen, der Stil von euren Plattformen und sowas, der erinnert mich sehr an ein Projekt von mir. An jedes Projekt so im Gefühl. Hier ist ein Blutaltar. Ich gehe schwer davon aus, dass den nicht Nisch gebaut hat. Wir infusen jetzt mal einen Fisch. Ist das richtig, dass der nicht von Nisch ist? Das war der Fuchs. Wisst ihr, woran man das erkennt? Meine Katzen geopfert? Nee, meiner werden Cobblestone eingebaut. Richtig, Cobblestone wäre da dran. Aber okay, dann sehe ich hier Ghostblocks? Ich sehe hier Ghostblocks. Ach, der kann mittlerweile anzeigen, wie man das nächste Tier bauen würde. Das ist auch neu für mich. Das kenne ich noch nicht, dass er das anzeigen kann. Okay, also ihr habt viel in Magie gemacht. Ihr habt aber auch Maschinen, wie man hier sehen kann. Eine Stonework Factory ist diese Sache, die das Ganze grindet, ne? Und dann könnt ihr es 3x3 craften. Okay, also da gibt es eine Menge Möglichkeiten zu automatisieren. Da ist natürlich einiges am Ende weg gewesen. Jetzt muss ich gerade gucken, einfach nur den Check machen. Ich weiß nämlich, das wird später relevant. Hier in den 7 sehe ich keine versklavten Katzen. Das ist schon mal gut. ja, und sonst habt ihr hier euer Sache allgemein aufgebaut. Ihr habt auch eine relativ gut funktionierende Monsterfalle, ne? Ja. Relativ basic. Die Wither-Skeletten-Dinge habe ich noch nicht ganz verstanden. Die geben einfach random irgendwelche Skulls ab? Nach einer bestimmten Zeit kann man wieder draufklicken, dann geben sie einem wieder. Aber die stehen da eigentlich nur zur Deko. Wir haben genug hier im Drawer. Drawer, Skeletten-Skulls. Wie viel haben wir drin? Oh, 102 mal 64 Stacks. Das ist interessant. Das ist auf jeden Fall mal eine Menge. Das gute Witchwater. Ja. Ui, da sind doch wieder Slime-Trophies. Cool. Naja, das sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Gibt es denn irgendwas Spezielles, was ihr noch großartig zeigen wollt, was ganz speziell ist? Jetzt noch eine Soundcraft-Insel. Eine Soundcraft? Oh ja, Mia musste die ja ausleihen. Ja, stimmt. Ja, ihr müsst ich auslagern. Mia hat schon mal ein komplettes Catrian kaputt gemacht. Gar nicht wahr. Sagt das Blauli Space. Wow. Sagt das Blauli Space. Sagt das unsere Base damals. Ja, das ist ihr wart ihr. Also hätten wir das Catrian damals weitergespielt, das Enigmatica 2, dann wäre meine Base nach einer Zeit auch putt gewesen. Ich habe sie sicherheitshalber ein bisschen weggesetzt. Ich sehe es gerade, ja. Also das ist, sich dann Teleporter zu machen, wäre aber auch zu einfach. Ich habe Advanced Dislocator. Okay, hättest du mich auch porten können? Nö. Okay, wir haben hier den Towncraft-Ofen, den kenne ich sogar noch. Hier sind die ganzen, der Altar aufs Höchste abgegradet. Towncraft im Allgemeinen. Destillationen, hier haben wir die Essenzen. Das ist doch mal eine schön angeordnete Geschichte. Und ich finde, das Tollste ist hier die Golem Press, die irgendwie schräg steht. Die ist so. Wird automatisch so. Ja, aber das ist eigentlich ein Anvil, den die einfach nur schräg diagonal gemacht haben. Das ist so, hey, wir könnten innovativ sein. Ach, mach's schräg, passt. Das ist so alles. Was ist da drin? Da ist ein Taum-Ingot drin. Taumium-Ingot. Danke. Das hier ist toll. Das hier ist toll, Menschen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Der Ofen hier kann Sachen brennen. Ich glaube, man schmeißt oben das Zeug rein. 79. Und unten kommen jetzt Fischis raus. Mensch, ich mag das. Ihr macht automatisch Fischis. Genau, die Hungry Chest. Das war damals ja beim Megaprojekt ganz, ganz hoch in Mode. Das hatte, glaube ich, Spark auch, dass er so eine Kiste hatte. Das fand ich sehr, sehr cool damals. Muss man sagen. Fischnugget gibt es dazu. Was, ein Fischnugget? Ja, schau mal in die Kiste. Was? Das muss ich probieren. Halt, stopp. Man kann das essen. Ich habe keinen Hunger. Ich werde das später essen, bei einer der nächsten Basen dann. Ich danke für den ganzen Fisch. Und so weiter. Und kannst du mich nach Hause porten? Zu euch? Yay! So,
Ihr habt auch IC2 ein bisschen gemacht, ach, ihr habt Deep Dark gemacht. Vergessen, oder? Ja. Warte. Haha. Wir sehen auch hier verschiedene Betten. Das ist blau. Ich denke mal, das ist dem Fuchs seins. Jetzt ist die Frage, wer von euch hat das weiße Bett? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich hatte gar keins mehr, weil ich am Ende... Bedeutet, du hast das Grüne hatte. Mir? Ja. Ah, cool. Ich mag Grün. Grün ist eine schöne Farbe. Ja. Ob wir noch mehr Grün in irgendeiner anderen Base sehen, das werden wir gleich erfahren, denn das war's von hier. Und jetzt gehen wir rüber. Nochmal eine kleine Erinnerung. Samstag, 14 Uhr, startet die nächste Stammel als Stream. Also, gucken, ne? So, wir gehen zum nächsten. Hui. Soll ich dich irgendwo hinschicken? Nein. So, Menschen, währenddessen wir hier auf die zwei hier warten, also der ist schon da, aber unser Dino muss noch kommen, habe ich was gesehen. Guckt euch das an. Oh, jetzt ist er geplatzt. Hier sind Luftballons. Luftballons. Wer hat hier Luftballons installiert? Ich meine nicht, dass ich das nicht mag, aber es sind Luftballons. Wie cool ist das denn? Die habe ich ja noch gar nie gesehen. Luftballons. Wir spielen Blumenkatze. So. Und ich glaube, jetzt sind auch alle da, oder? Dann können wir nämlich rüberfliegen. Hui. Knopf gedrückt, Katze tot. So, oh Gott, schon geportet. Hallo, ich bin da. Hallo. Hallo. Oh, ihr habt das noch weitergebaut. Ich war ja neulich schon mal hier. Hab da schon gesagt, dass ich das hier echt schön finde, was bis jetzt gebaut wurde. Und ihr habt jetzt natürlich die Möglichkeit, mich hier rumzuführen, wenn ihr das wollt. Hallo. Ja. Hallo. Oh nein, ja. Kann mich nicht ducken. Hallo. 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 Wither? Wither, ja, hier explodieren ab und an Wither. Jeder, der da ist, bekommt den Erfolg. Wither. Herzlichen Glückwunsch zum Erfolg. Dankeschön. Oh Gott. Da waren wir kaputt. Das passiert mal. Oh Gott, wir sehen hier schon so viel. Das ist ein Netherportal, das krieg ich hin. Und hier gibt's Bilder. Das bin ich. Ich verteile Liebe. Liebes Dino. Liebe. Feine Katze Fischis. Hier geht's runter? Nein, das ist Glas. Nee. Aber Glas, hier geht's alles. Raus. Wo bist du denn eigentlich? Wer ist wo? Uni, wo bist du? Uni ist gar nicht da gerade. Bin unsichtbar? Okay, Moment. Und du wirst auch nicht auf der Karte angezeigt, dementsprechend. Ich dachte so, hey cool, ein Mensch empfängt mich. Wir haben hier Metal Former mit Interface. Fein! IC2. Das ist die Automatisierung von IC2, wenn ich mich nicht ganz täusche. Dieses Gebiet. Das ist dein Gebiet, okay. Da wird noch ein bisschen geplant für Yumeta. Das kommt aber noch. Das ist erstmal nur platziert, aber noch nicht angeschlossen. Ja, aber das sieht ja schon nicht schlecht aus. Ja. Und noch nichts drin. Da kann man auch noch Maschinen aufstellen, die da drinnen stehen. Hallo, Oni. Genau, da ist aber schon mal... Ich sehe euch noch nicht. Bei den Augen, bei dem Googles hier, auch keine Wunder. Jetzt sehe ich euch. Du hast eine wunderschöne Rose im Haar. Ist auch nice. Sehr, sehr cool. Okay, ich muss mal dazu sagen, ihr habt euch ja auch wirklich Mühe gegeben, was das Design von der Base am Ende des Tages angeht, was man hier auch innen gesehen hat hier. Das ist halt, das sieht schon sehr, sehr gut aus, Menschen. War hauptsächlich Onis Verdienst. Ja, der Dino hat ja die ganze Zeit nur gearbeitet. Manchmal müssen Dinos arbeiten, das tut mir leid. Dino hat gearbeitet? Das ist ein Schweinchen. Und Hühnchen. Oh, eine Küche. Feine Küche, Oni. Okay, cool. Und ihr habt hier drunter jetzt Elevators, das haben wir ja schon mal rausgefunden. Ihr seht aber auch hier unten Dance-Kabel verkabelt. Ja, sind alles über Peer-to-Peer. Alles über P2P. Aber es ist Fluix, also es ist nicht farbcoded. Nee. Aber ihr habt hier ich denke mal, das ist mit Bildersguide entstanden, das Ding. Ja. Yeah. Und habt hier eine Insel für, ist das Rhein-Botania oder ist hier auch noch was anderes dabei? Nee, das oben ist Rhein-Botania und unten war Soundcraft, aber momentan teilweise zurückgebaut. Also Towncraft, okay, das untere, das oben sieht so ein bisschen himmlisch aus, das untere ist ein bisschen infernal gehalten mit den Interbricks, ne? Ja, jetzt noch provisorisch runter. Okay. Oh ja, okay, ich sehe es. Das hätte dann einen großen Altar hier unten gegeben, da hätte man, das ist aber an für sich nicht schlecht, ne? Ist ja trotzdem eine gute Blockwahl. Und es ist halt auch, ist auch schon wieder ein Luftballon. Luftballons.
Na, die Luftballons. Darfst du behalten. Yay! Oh. Ja, das passiert, wenn Katzen mit Luftballons spielen. Och Mann, oh. Schnell, zeig mir was anderes, bevor ich mehr Luftballons finde. Hui! Ihr habt hier oben euren Grundstrom, sehe ich. Jein. Es war der Anfangsstrom. Es war der Anfangsstrom. Durch was erzeugt ihr momentan den meisten Strom? Fünf Gas-Burning Generators in einer Compact Machine. Sehr gut, sehr gut. Also kompaktiert und Gas-Burning Generators. Das gefällt mich. Dann haben wir hier... Das war mein explodierter Blutaltar. Wieso ist der explodiert gewesen? Weil ich die Widerswarnkammer zu klein gebaut hatte. Ach, die war da runter? Ja, die ist da drunter. Oh ja, okay. Das erklärt einiges, ja. Was für Blöcke sind denn das hier? Die sind von Architecture Craft. Okay, das sind wirklich richtig Roof Tiles. Wie es da auch heißt. Okay, das sieht auch schon mal nicht schlecht aus. Haben wir hier mit einem Storage Crate gearbeitet und das kann ganz automatisiert. Also, Standard Blutaltar im Endeffekt. Jupp. Auch schon groß, aber trotzdem keine Beacon Base hier unten genommen. Nee, noch nicht. Okay. Das ist schon mal von der Sphäre her cool. Ihr habt denn eine Baumfarm? Ja. Das momentan trocken gelaufen, weil kein Appetite da ist. Die ist mit Forestry betrieben. Jupp. Okay, das ist... Kennst du ja. Ja, ja. Das haben wir damals in Crash Katzen 1 verwendet. Da ist ein Creeper auf eurem Dach. Hallo. Willkommen. Er ist tot. Der Mensch hat ihn umgebracht. Und ich sehe auch gerade drinnen, also ich finde mal ganz gut, hier der Raum der Schmelze ist auch wieder sehr, sehr feurig angelegt. Feurio. Hier drinnen habe ich gerade einen Kern gesehen. Ist der unten? Ja, unten ist mein Chaos. Dein Chaos. Hier ist auf jeden Fall mein Kern mit Glowing Glass verkleidet, was dem Ganzen irgendwie sehr edel erscheinen lässt, finde ich. Alles muss im Überfluss vorhanden sein, dann sind wir nie allein. Das ist, das könnte mein Slogan sein. Ich weiß gar nicht. Das ist unsere. Das ist eurer? Okay, dann ist das so. Darfst aber gerne benutzen. Ja, nice. Und ihr habt hier Drawer angeschlossen, habt hier Sachen automatisiert, wie man sehen kann. Und halt ist im E-System am Laufen, ne? Jo. Hier oben habt ihr aber farbcoded P2P. Jo. Und habt die P2Ps auch mit Farbcode noch gekennzeichnet, wie ich sehe. Ja, die reingehen in den Controller. Ah, ja. Sehr, sehr gut. Bedeutet, das ist alles über P2P getunnelt. Sehr coole Geschichte. Haben wir alles schon mal in anderen Projekten gemacht, Menschen. Hier ist ein Induction Casing von Mechanismen. Bedeutet, das ist eure Speicherzelle? Ja. Ja, 10 Giga RF hält die momentan. Ist das richtig? Jupp. Das ist schon mal eine Menge, ne? Und der Kern hier drin ist halt Autocrafting, sieht man hier. Die I2-Stuff-Sachen, ich denke mal, die sind automatisiert auch von irgendeiner Seite. Ja, hier, von Import-Export. Coole Geschichte. Hier haben wir die Autocrafting-Tower. Die haben wir ja damals auch gebaut. Die kannst du ja nochmal sogar eins höher bauen, also eins breiter bauen. Okay. Aber so ist die ja theoretisch. Also du kannst die als 3x3-Feld bauen, aber so sind die auch wunderbar. Hatte ich probiert, hat er mir Channels geschluckt. Ja, natürlich, klar. Jedes Interface schluckt einen Channel. Okay. 8G. Hui! Ja, ich weiß. Hier sind Conveyor-Belts. Ach ja. Das sieht sehr nach einer Automatic Workbench aus, wie ihr es gemacht habt. Dann hier alles auf Inhalation Plates, kommt alles ins System rein, sehr, sehr cool. Hier haben wir Witchwater-Produktion, auch eine schöne Geschichte. Gibt's einen Grund, warum ihr Dark Class hier verwendet habt? Nee. Einfach nur, weil ihr es könnt. Ja. Okay, dann hier ist momentan ein Menschi gehalten. Ich bin sehr zufrieden. Ja, der hatte früher Stinks gesehen in SoulSand. Ja, ich hab ja vorhin extra geguckt, wer von euch denn eigentlich der Böse ist momentan, der mich noch 7 lässt. Ich glaube, keiner lässt mich mehr 7. Das habt ihr euch austreiben lassen. Früher bin ich bei euch hier versklavt gewesen. Das war nicht nett. Ja, du stehst in der Compact Machine. Was? Darauf erstmal ein Nugget. Ja. Fischnuggets. Sind gut. Auch eins? Nein, nein, nein. Oh, ist schon gedroppt? Ja, schon. Fischis sind vegetarische Freunde. Ja, Dino hat's. Jetzt. Wisst ihr, was ich dazu sage? Alexa, stopp! Wurde gerade an was erinnert. Cool. Das bedeutet, wir müssen nämlich jetzt weitermachen, weil wir das gesagt haben. Aber habt ihr noch irgendwas Größeres zu zeigen?
Astra Sorcery wäre dann noch, aber ansonsten... Astra Sorcery haben wir gerade relativ groß bei Mia gesehen, aber wir können immer gerade mal gucken. Ihr habt auch Maxed Out mittlerweile, so wie es aussieht. Ist eine interessante Mod, wie gesagt, aber wir haben sie schon mal gezeigt. Irgendwann müssen wir sie mal in Gänze zusammen machen, Menschen in der Folge. Aber hier so an und für sich, das ist auch ganz nice gewesen. Und es ist symmetrisch. Ich mag Symmetrie. Also es wenigstens versucht, das symmetrisch zu halten. Dankeschön, dass ihr mich rumgeführt habt. Oder dass wir uns das mal angucken durften. Und dann fliegen wir jetzt noch ganz schnell zur nächsten Base-Menschen. Tschüss. Katzenmobbing. Nacht. Oh nein, nicht Katzenmobbing. So, liebe Menschen, wir sind jetzt gerade wieder reconnected. Ich hatte zwischendrin noch eins Aufnahme. Und wir sind beim nächsten Menschen mit eingeladen, beziehungsweise mit da. Und das müsste, wenn ich mich nicht ganz täusche, der da sein? Chonksi, genau. So, ich komme mal zu euch. Und ich sehe nix. Hallo? Ah, jetzt. Ja, hallöchen. Ah, hau. Hallöchen. Au. Hier ist viel mehr Technik. Ja. Und es sieht weit schlechter aus als die anderen Besen. Ja, du sagst ja selber, Early schafft es überall hin. Ja, das ist wirklich, also die Ihr habt eine Menge Maschinenwände, ihr habt große Maschinenwände. An und für sich, es gibt ja Leute, die diesen Stil mögen. Ich glaube, Xadius mag diesen Stil ja auch. Deswegen mögen wir den Stil mal nicht weiter bewerten. Also das hier, die Maschinenwand, die hier steht, das ist eigentlich auch immer nur so übergangsweise gewesen. Deswegen sind dahinter noch die Glockstockte. Ja. Zur Info, hier ist ein Repairer. Ja, den habe ich nicht gesehen gehabt an dem Moment. Das war und sehr, sehr schade. Ja, der Auto-Repair-Anvil wäre vielleicht sogar ein bisschen intelligenter gewesen. Okay, den hatten wir ja hier neulich gesucht. Ihr habt Wireless Energy. Jawohl. Und die kommt von hier vorne als Energiegeneration? Nein. Hier führt ein Teil hin. Ist über uns. Da oben. Ein Teil ist über uns, da ist aber nur die Solarpanel und ein paar Windmühlen. Okay, das müssen wir ja nicht angucken. Solarpanels und Windmühlen sind ja ziemlich basic. Dann kommt ein Teil hier von dem Generator. Ja, wird aber wahrscheinlich auch nicht so viel sein. Aber der ist komplett ungekühlt, ne? Er ist komplett voll mit Rods. Okay, das ist schon... Ja, genau. Was hat der an Output? Ich glaube irgendwie 5, 6 Kilo pro Tick. 11 KRF pro Tick. Oh, 11, 6. Gut. Und jetzt müssen wir mal unter die Base. Unter der Base. Hier unten ist ME. Hier sind die Geothermalgeneratoren zum Beispiel, genau. Also Thermionic. Davon wird hauptsächlich auch das ME mit angetrieben. Okay, das ist. Und die ganzen wie viel macht denn ein einziger Thermionic Fabricator in Verbindung mit Gelid Cryotherm und Pyrotherm? Das ist eine gute Frage. Wir können es testen, wenn du möchtest. Mich würde das mal interessieren, weil ich habe das ja jetzt hier in dem Fall nicht austesten können. Obwohl ihr macht das mit Packed Ice und nicht mit Gelid Cryotherm, ne? Das ist nur mit Gelid Cryotherm. Das unten ist mit Packed Ice. Aber wenn wir es noch übertreiben wollen, dann folgst du mir jetzt einmal. Moment. Hier ist ein kleiner Pedestal, ja. Klick mal drauf. Draufgeklickt. Das war sehr leicht, was hier jetzt ist. Okay, das ist eine... Okay, das ist die weitere Stromversorgung. Das ist die... Jujumeter. Mechanismenkabel sind universell. Ich wusste, es gab ein Universalkabel auf dem Projekt, das für IC2-Maschinen funktioniert, aber ich habe mich nicht mehr daran erinnert, welche Kabel es waren. Jetzt ärgere ich mich dann doch. Es war von... es waren Universal... Kabel und die waren zu craften... Mit Electrical Steel, das hätten wir ja nur im Alloy Furnace wahrscheinlich hingekriegt. Alloying hätten wir sogar hinbekommen, mit Silicon. Silicon hätten wir höchstwahrscheinlich noch hinbekommen. Wahrscheinlich eher nicht so. Das ist ein bestimmtes Inge dann. Und dazu dann die Redstone Iron Coil, das ist ja noch machbar. Okay, das hätte mich jetzt geärgert dann am Ende des Tages, aber okay. Das ist eure Jujumeter-Fabrikation. Genau. Du musst dir vorstellen, die ganze Base oder die ganze Plattform, die hier ist, ist ungefähr so 500 Blöcke von unserer Base entfernt. Ja. Falls hier mal was explodieren sollte. Warum sollte hier denn was explodieren? Keine Ahnung, was hat sie leichter über uns gebaut? Das kenne ich selber noch nicht. Moment. Uiuiui. Hier sind noch einige Plattformen. Void Miner haben wir hier stehen. Ah, hier stehen die Void Miner. Gut zu wissen.
Und da ist auch Botania-Zeug drin? Nein, das ist einfach, weil ihr die Truhen allgemein als Import-Truhe verwendet anscheinend, ne? Ja, hat irgendjemand wahrscheinlich mal mit dem Farcode Sachen da reingelegt. Okay, aber ihr habt hier verschiedene Linsen. Ich denke mal, dass die pinke Linse eventuell auf Draconic abzielt. Ist ja aber auch eigentlich relativ... Draconic haben wir ein Seed für. Ah, okay, dann ist das ja fast nicht notwendig. Dann werdet ihr irgendwelche Ärzte damit angreifen, die ihr sonst nicht habt. Ich habe mich mal zurückgeportet. Das sieht auf jeden Fall alles schon mal relativ okay aus. Das sieht, ihr seid halt sehr, sehr viel Progress gewesen. Vielleicht ist ja allgemein relativ mit Progress unterwegs. Da wird einem auf jeden Fall nicht so schnell langweilig. Ihr habt auch ein paar Module gemacht, die ein bisschen ins Design gehen. Ehrliche Ansage, kamen die von dir oder von Zeleicht? Das hat Zeleicht geworden. Okay. Also ich habe mich mehr um das Questbuch gekümmert, dass wir die ganzen Maschinen kriegen. Und er hat halt die ganzen Maschinen, die ich dann gebaut habe für die Quests, dann irgendwie verwertet. Okay, das ist ja gut. Die automatisieren und sowas, das ist ja auch eine nette Geschichte. Genau. Ne? Ihr habt hier eine riesige Witherproofed, oder? Wither Dust Block, genau. Genau, das ist da spawnen Guards und Blazes drin. Und hier rechts ist halt eine ganz stinknormale Mobform mit einem Blaze und einem... mit Fans gemacht, dass die da mit runtergeholt werden. Genau. Und hier sieht man auch an der Seite noch Fans, die ausgerichtet sind. Und das wird dann hier unten alles geschreddert. Von was wird es geschreddert? Nur vom Mob-Crusher hier? Genau. Oder habt ihr noch was anderes? Das wird vorher noch was... Komm her, Katze? Ja. Nee, warte. So, wie du siehst... Ja. Die glitzern. Du weißt, was das ist. Ja, ne? Ja, klar. Gut. Falls die Leute, die das jetzt nicht wissen, das ist da genau hier... Beim ersten Block nach der Wand ist Witchwater. Und durch Witchwater werden halt die Mobs Skelette teilweise zu Skeletten, zu Wither Creeper werden zu Supercharged Creepern und so weiter und so fort. Mir ging es nur darum, also es ist lediglich dieser eine Grinder hier, der das Ganze grindet. Genau. Ja. Und ein paar Golden Diamond Spikes. Ah ja, okay, das ist auch noch dabei. Ja, gut. Golden Spikes. Jo, hier rechts sind halt die automatisierten Maschinen, einige. Das Autocrafting im Allgemeinen, auch IC2. Interessanterweise genau. Hier mit Hoppern. Die Hopper dazu sind ja jetzt dann doch, ehrlich gesagt, klar, man spart sich intern, glaube ich, ein Upgrade für die Maschine. Mhm, oder die Maschinen, die IC2-Maschinen, die stehen teilweise schon seit Anfang von Autocrafting. Das waren die ersten Maschinen. Ja gut, okay. Das sind auch die nervigsten Sachen, weil die so lange brauchen, manchmal regelmäßig verarbeitet zu sein. Hier haben wir ganz viele Crafter noch zusätzlich. Da wird das ist wahrscheinlich der Fluid Transposer, der hier vercraftet ist, ne? Was für Rezepte habt ihr da drin? Ja genau, die Sachen für Fluid Transposer und sowas. Genau. Okay, das sieht doch alles schon mal ziemlich gut aus. Ihr seid auf jeden Fall vom Progress her, glaube ich, eine der Fraktionen, die am weitesten gekommen ist. Ja. Designtechnisch muss ich euch eine schlechte Note geben, wenn ich es benoten würde, aber ihr habt auf jeden Fall vom Progress her eine sehr, sehr gute verdient. Ja, finde ich da cool. Da drüben hatte ich Blood Magic angefangen und Botania sehe ich gerade, ist das Gaia-Ritual da aufgebaut. Ja, ein Teil davon, es ging noch nicht, weil die Kraftplattform zu klein ist. Ja. Über uns ist noch Astral Sorcery. Genau, das hat ja jeder bis jetzt durchgepowert. Das ist aber auch, glaube ich, Grundlage für Towncraft und sowas, ist das ja eigentlich schon gegeben. Genau. Towncraft mache ich nicht, werde ich nicht. Ja, das ist, Enigmatica 2 hat ja uns damals gezeigt, dass das echte Probleme kriegen kann. Oder echte Probleme geben kann, dass die ganze Map kaputt sein kann deswegen. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn wir das mal auslassen. Okay. Aber... An und für sich danke ich dir, dass du mich rumgeführt hast. Du hast hier mit Zeleicht zusammengebaut. Nur mit Zeleicht oder war noch jemand dabei? Zeleicht und Grim. Also Grim. Und Grim Reaper, okay. Grim war auch noch dabei. Den hatte ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm zum Beispiel. Also, wie gesagt, cool. Jetzt muss ich nur den Weg hier rausfinden. Der war hier vorne irgendwo, ne? Ja. Also vorne beim Baum. Vorne beim Baum. Da ist der Baum. Hier ist es, genau. Und dann gucken wir mal, ob jetzt noch jemand anders da ist. Wenn nicht, gucken wir uns die Maps hier selber, die restlichen noch selber an. Danke an Chonksi, dass er dabei war. Und dann machen wir jetzt einen kurzen Cut und gucken weiter. So, Menschen. Wir werden noch ein paar Kleinigkeiten angucken. Also Sora Space existiert noch.
Der hat, ich glaube, hier Tomcraft relativ viel gemacht, ist aber auch nicht so extrem weit gekommen. Der hat einen Kompress-Kaktus, da kann man reinfliegen, kriegt ganz viel Schaden. Hier ist er halt komplett auf Tomcraft gegangen in dem Teil. Ich glaube, das hier vorne ist, glaube ich, die Mobfalle. Ja, das hier vorne ist die Mobfalle. Und sonst ist er viel auf Magiemod gegangen, Botania und sowas. Hier Blutaltar, wo er Zombies opfert anscheinend. Die haben hier ja coole Rüstung. Da ist Sora, guck mal. Gut, das mal das eine. Aua, aua. Sora hat mich vergiftet. Hat mich Sora vergiftet? Ich glaube, Sora hat mich nicht vergiftet. Nein, Sora hat mich nicht vergiftet. Ich bin wegen irgendwas... Ich bin Poison 2. Ich bin unernährt. Ich bin fehlerhaft ernährt, glaube ich. Wir müssen unsere Nutrition... Nutrition. Ja, hier, diese Nutrition-Mod macht gerade ganz große Probleme. Das wäre jetzt irgendwann im Let's Play auch gekommen. Also in dem Gameplay. Wir brauchen sowas hier. Damit wir unseren Nutrition-Wert hier ein bisschen hochkriegen. Vegetable, Grain. Okay, wir brauchen also ein bisschen Wheat und ein bisschen Brot. Da müssen wir ganz kurz machen, Mensch. Das ist aber ein erstes Problem. Oh Gott, wir sterben fast. So. Wir können das, glaube ich, aber zu Wheatcraft, das Wheat hier zu Barley, nein, können wir nicht. Nicht Barley, was auch immer. Wir können es auf jeden Fall im Macerator und so weiter machen, dass wir jetzt Brot haben. Das müssen wir ganz kurz zwischendrin jetzt reinschieben. Wenn ich mich nicht ganz täusche, müsste das jetzt klappen. Nicht, dass ich jetzt was Falsches mache. Macerator, nein, es macht was Falsches. Oh, verdammt. Wie konnte ich euch denn verwenden? Manjo. Ja, ich will eigentlich nur was zu futtern haben, Leute. Red, wie kriege ich euch denn gerade her? Da, indem ich Floor. Dazu muss ich das entweder in der Sackmill oder im Grindstone. Natürlich muss ich das. Logik. Wir haben ja noch anderes Futter vielleicht irgendwo. Vielleicht, finden wir da was von Pam? Pams Harvestcraft hat doch auch hier Sachen. Es ist Dairy und so Zeug. Okay, der hat auch Dairy. Der hat Grain. Grain brauchen wir zum Beispiel gerade. Den können wir mal essen und gucken, ob das was hilft. Vegetable ist immer noch zu weit unten, so wie ich das sehe. Geht unser Poison wieder nach oben auf 30? Ja, bedeutet, wir brauchen Carrot. Vegetable 2,5. Wir werden ja jetzt immer wieder weiter Hunger kriegen. Faszinierend, Menschen. Das ist wirklich faszinierend. So, jetzt müssten wir auf dem Nutrition-Level sein, dass wir nicht mehr so viel Schaden kriegen. Also, dass wir gleich das Poison wegbekommen. Oh, Alexa, was geht? Alexa, stopp! Alexa, stopp! Danke. Alexa, stopp! Alexa, stopp! Geht doch! Weiß ich zum Geier. Habe ich jetzt mein Poison verloren oder nicht? Ich habe es immer noch. Aber es geht weg. Jetzt geht's weg. Okay, gut. Das bedeutet, wir können endlich weitergehen. Das war noch eine der Basen von... Oh, hier können wir ein paar Fruits mitnehmen. Von Martin und von Erdnussbier. Die haben hier auch noch eine Kleinigkeit zusammengetragen gehabt, die ganz nett ist. Und ja, sind auch nicht so weit gegangen. Die waren aber bei, ich glaube, Erdnussbier war bei Enigmatica 2, also wo wir das nicht im Skyblock-Motiv gespielt haben, sehr, sehr weit. Dann eine Base, die ich noch zeigen möchte, ist Ezekiels Base. Und zwar hat Ezekiel sich gegönnt. Da dachte ich erst so, okay, der hat nichts gebaut, weil hier unten halt überhaupt nichts ist. Aber da oben ist was. Ezekiel ist gerade online gekommen. Moment, da ist er gerade online. Der müsste hier oben jetzt irgendwo sein. So, noch eine Karotte fressen. Guckt mal hier. Au! Der hat hier Towncraft gemacht, der hat hier vorne erstmal die Basic Maschinen inklusive einer Metal Press. Er hat hier ein bisschen Zeug gemacht und seht euch mal diese Base an. Die kommt mir sehr, sehr schön bekannt vor, beziehungsweise heißt bekannt vor. Sie ist halt genau in dem Stil gehalten, den ich liebe, mit Rundungen und Symmetrie, alles und allem. Super cool. Storage Drawer hat hier ein Framing Table? Cool, das ist zum Beispiel was ich noch gar nicht verwendet habe. Aber hier hat er dann... ganz, 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 ganz viele Sachen drin schon. Hat sich eine Drawerwand gebaut und so weiter. Das mal als ein Must-Have oder ein Hey, das kann man haben.
gezeigt. Aufnahme. Ja, Base zeigen. Miep, miep. Ja, mein Schildi. Immersive Engineering. Das da. Das hier ist jetzt hier das komplette Teil. So, aber arg viel mehr gibt es hier leider auch nicht zu sehen. Wir haben sehr, sehr viel davon schon bei den anderen gesehen. Leute, wir machen jetzt noch ganz kurz was Folgendes. Ich weiß, das ist jetzt heute so eine Semi-Abschlussfolge. Bedeutet im Endeffekt vielleicht zwischendrin, dadurch, dass viel geredet wurde, ein bisschen langweilig für euch. Ich wollte gerade wissen, wo da oben das Pedestal ist. Das ist hier unten. Wir hätten gar nicht hochfliegen müssen. Hier gibt es einen Aufzug, der auch nach oben geht. Okay. Wir gehen aber ganz kurz zu uns zurück. Zu uns nach Hause. Und nehmen jetzt das ganze Zeug hier mal in die Pfote. Oh, ein Apple Sprout. Kann ich den essen? Nee, kann ich nicht. Aber ich kann das hier essen. Nom, 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 nom. Und zwar brauchen wir das Questbuch. Das habe ich noch dabei. Verdammt, hier ist es. Und wir können jetzt mal ganz kurz gucken. Die Getting Started Quest haben wir, ist ja relativ irrelevant. Das hier ist eine relevante Quest für uns. Das bedeutet, wir brauchen Kobalt und Ardite. Das haben wir bekommen. Den Quartus Alchemical Dust, Wither Skeleton Skulls. Wir haben hier unglaublich viele Gates bekommen von ihm. Bedeutet, hier seht ihr gerade, das ist schon mal das erste Gate zum Beispiel, das wir fertig gekriegt haben. Diese ganzen Gates haben wir jetzt gerade auf einen Schlag fertig bekommen. Dann gucken wir mal, welche Quests wir noch alle fertig gekriegt haben. Einfach nur, um mal zu gucken, was jetzt so an Quests in der nächsten Zeit gekommen wäre, damit ihr das auch noch seht. So, das sind die Sachen, die wir gerade an Quests machen oder haben. Wir hätten jetzt Botania als Quest gemacht, da hätten wir einen Flower Pouch bekommen. Cool. Wir hätten Blood Magic gehabt, da hätten wir jetzt schon mit Living Rock und so anfangen können. Hier hätten wir uns theoretisch Upgrades, Speed-Upgrades holen können, das ist schon mal cool. Hier Bronze, der Aqueous Akkumulator oder Sturdy Casing. Sturdy Casings wäre das gewesen, was für uns ärgerlich herzustellen gewesen wäre. Iron Casing, Advanced Machine Casing oder Heavy Engineering Blocks, hätte ich wahrscheinlich den Heavy Engineering Block genommen. Eine Power Cell, Advanced Energy Cube hätte ich in dem Fall hier genommen. Das hier wäre eine Infinite Water Source, eine Latex Processing Unit oder eine Machine Case. Hätte ich wahrscheinlich das Machine Case genommen. Ah, wir hätten alles drei bekommen. Okay, wir haben alles drei bekommen. Und hier hätte ich wahrscheinlich die Loot Chest bekommen. Genommen. Einfach, weil ich das gerne gewollt hätte. Theoretisch. Hier fehlt uns noch was auf der zweiten Seite. Ein Energy Acceptor fehlt uns noch. Und hier fehlt uns was auf der zweiten Seite. Nee, tut es nicht. Wir müssen das nur detekten. Können das dann komplett mitnehmen. Dann müssten wir hier theoretisch nur detekten. Und können dann hier wählen. So, dann nehmen wir einfach das hier mit, weil wir es können. Der hier. Environmental Tech hätten wir auch noch gebraucht. Hätten wir das nicht noch drin gehabt sogar? Environmental Tech. Add Environmental Tech, genau der da. Der Literit-Kristall, den wir jetzt gerade gefunden haben. Dafür hätten wir das hier noch abgeben müssen. Seht ihr mal. Das hier alles Claim. Environmental Tech. Da hätte ich den Mika geclaimed, um ehrlich zu sein. Und hier hätten wir jetzt bei Draconic Evolution, also er hat uns unglaublich viele Gates gegeben. Das Gute ist, wir haben hier Loot Chests bekommen. Detect und eine Loot Chest mitnehmen. Halt, stopp. Detect und eine Loot Chest mitnehmen. Komm schon. Dankeschön. Die Loot Chest ist uns jetzt rausgeflogen. Bedeutet, wir legen das mal weg, wir legen das weg. Und ich wollte jetzt einfach nur noch ein paar Loot Chests zum Ende haben, damit wir die mal aufmachen können, um zu schauen, ob wir da noch irgendwas Glückliches gehabt hätten. Deswegen gucken wir mal. Okay. Und Crafting Units, okay. Das ist also das, was wir jetzt da rausbekommen hätten. Wir hätten allgemein eine relativ große Anzahl an Quests fertig gekriegt, jetzt mit den ganzen Gates. Ist halt für uns jetzt eher so semi, weil es ist jetzt nicht selbst erreicht, sondern er hat uns die kompletten Gates sozusagen geschenkt. Im Laufe der Zeit jetzt konnte ich es ja sowieso nicht fertig machen, deswegen fand ich das okay. Wir nehmen noch die Loot Chest. Wir nehmen noch hier Block of Prosperity. Nein, wir nehmen Infernium Seeds. Obwohl die eigentlich ziemlich dämlich sind. Titanium Ingot nehmen wir auch. Die sind nämlich ärgerlich herzustellen. Simple Machine Gedöns. Und das hier wäre nur ein Ultimate Crafting Table geworden. Komm, die letzte Loot Chest. Was ist drin? Eine Advanced Power Cell. Eine Sache, die wir schon gedroppt hatten. Irrelevant. Leute, das war Catrion. Also Catrion 6. Nicht vergessen, Catrion geht immer wieder weiter.
Ich hätte gerne ein bisschen mehr gespielt. Ich hatte aber auch das Problem, ich habe es ja zum Beispiel für ein paar Tage gar nicht produziert. Ich habe viel, viel, viel Zeit in Castle investiert. Ich hoffe, dass das nächste Catrion euch allen viel Spaß bereiten wird. Ihr könnt es bei mehreren YouTubern gucken. Ihr könnt allgemein eben, ich werde es versuchen, ein bisschen öfter zu streamen jetzt auch im Dezember. Und dass ich mir ein bisschen Zeit dafür nehme, auch gleichzeitig Catrion weiterzumachen. Ich danke euch allen fürs Zuschauen, Leute. Denkt dran, morgen am Samstag um 14 Uhr gibt es hier Catrion Startstream. Bedeutet im Endeffekt, Leute, wir sehen uns dann dort spätestens. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Und Dankeschön an die Catrions, dass dieser Kanal und das Projekt existiert. Tschüss, Menschen. Throw your canes up.